Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 17 hier auf der Map Südhämmern. Mein Name heißt Garderul. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So, ja. Ich habe mal wieder so ein bisschen gegrübelt hier zwischen den Folgen. Das mache ich häufiger mal. Und dabei habe ich Folgendes rausgefunden. Wir hatten uns ja gefragt, wie ist denn das eigentlich hier mit, wenn wir da mal hier ordentlich unser Obst ernten wollen oder unser Gemüse. Und da sehen wir hier, wir brauchen für jede Gemüsesorte einen entsprechenden Frontaufsatz. Hier Zuckerrübe, Salat, Rotkohl, die leckeren Sachen. Ja, und den kleinen Holmer hier für 540.000. Also wer geglaubt hatte, Garderul nimmt einen Kredit auf, was ist denn da los? Und vor allen Dingen, ja, jetzt ist, können wir ja gleich aufhören, weil wir sind ja dann morgen fertig. Dem ist nicht so. Und dann habe ich überlegt, so, was machen wir jetzt? Welches Produkt gibt es noch, wo wir eigentlich schon die Maschinen dafür haben, wo wir auch in den, ich sag mal, in diesen Zyklus reinkippen können? Das heißt, läuft über Nacht, wird dann fertig gemacht und dann sehen wir weiter. Welches Produkt gibt es da? Und da gibt es in der Tat eins. Wo fährt er so langsam? Hab ich hier irgendwas verpasst? Ist der Trecker zu klein dafür oder was ist hier gerade das Problem? Ah, hier ist ein kleiner Mapfehler gewesen. Die Maschine ist im Boden verschwunden. Oh. Wollen wir mal gucken, ob wir die irgendwo wieder hochkriegen. Vielleicht, wenn wir es mal nochmal aufklappen, nochmal zuklappen. Dann habe ich überlegt, was können wir machen? Und zwar haben wir ja eine Sorte Sachen, die es uns ermöglichen würde, direkt auf wieder ein Produkt zu verkaufen. Das ist nämlich die Haarmilch. Wenn wir jetzt also hingehen und würden uns Kühe holen, vielleicht nur ein paar. Wir haben einen Trecker mit Frontlader, wir haben ein Mähwerk, wir können also zumindest schon mal Gras füttern und damit schon mal so einen Grundstock haben. Kühe sind auch jetzt nicht so teuer. Und diese Wiese hier vorne ist doch prädestiniert dazu, dass wir die als Grasland machen. Haben wir natürlich immer noch das eine Feld da oben, haben wir noch nicht. Wir haben ja noch Feld Nummer, was ist das, 14? Gucken wir gleich. Sekunde, ich mache das mal eben hier fertig. Ein Schritt nach dem anderen. So, wir wählen mal eben die Fruchtsorte aus. Wir wollen hier natürlich Gras haben. Und dann lassen wir den hier schon mal fahren. So. So kann das gehen. Und ja, mit dem Düngerstreuer, da habe ich mich auch wieder schön daran erinnert, dass wir ja auch den GPS-Mod haben. Das heißt, da konnte ich dann auch nochmal schön glänzen, beziehungsweise musste ich erstmal mich wieder in die dunkelsten Ecken meiner Erinnerung zurückbegeben, um zu wissen, welche Tasten das überhaupt waren. Und was ich auch gemacht habe, ist, ich habe mal eine Mission gemacht, nachdem ich gesehen habe, was der Gemüseernter kostet, habe ich mir überlegt, wir machen mal ganz, also ich bin da, ich weiß gar nicht, ganz spontan auf die Idee gekommen, eine Mission zu machen. Ich weiß nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt. Und was ich da schon gesehen habe, das ist echt geil. Was für coole, schön aussehende Felder es hier gibt. Da werden wir noch jede Menge Freude bekommen. Habe ich jetzt ohne euch geguckt, das tut mir ein bisschen leid. Ich weiß, ihr wollt das mit mir gemeinsam erleben. Aber ich glaube, da ist noch so viel zu sehen hier. Das ist kein Problem. So, das ist das. Wenn ich jetzt die Kühe schon kaufe, dann haben die eine Produktivität von 0, oder? Da würde ich jetzt erstmal einen kleinen Viehwagen holen und dann haben wir auch den Vorteil, dass wir die ganzen Gerätschaften zum Futtermischen transportieren, haben wir ja schon da. Das ist ja auch ein großer Vorteil. Ich zeige mal kurz, was ich meine. Wir haben hier schon ein Mähwerk und wir haben einen Ladewagen. Der Ladewagen übrigens auch dazu gedienlich, hier unser Gemüse zu transportieren. Das war auch eine Frage, die wir hatten. Geht aber auch mit den Wagen hier, wenn wir dann fertige Produkte transportieren wollen. Was ich noch nicht weiß, ist, wie das mit den Flüssigkeiten aussieht. Dann müssen wir also vielleicht das Öl mal testen, wie wir das Öl transportieren können. Das läuft ja gerade schon durch. Und diese große Anzeigetafel hier am Hof zeigt uns natürlich auch, wie weit denn hier das Ganze schon gediegen ist. Wir holen einen Viehanhänger. Ich habe mir so ein bisschen überlegt, es ist doch immer schön, wenn wir die Tiere auf dem Hof haben, wenn wir uns um Tiere kümmern können, wenn die Tiere glücklich sind, wenn wir die füttern dürfen. Das ist doch alles eine feine Sache. Gewicht haben wir auch. Ich überlege gerade, ob wir hier dann für den Viehanhänger, ob wir ein Gewicht anhängen. Das muss ich nur rausfinden, wo das Gewicht ist. Wir haben ja hier vorne so eine kleine Scheune. Ich glaube, da sind die Sachen.
Dann hängen wir das mal an. Jawohl, da vorne ist es. Da hat aber wieder das Bäuerchen hier. Das hat hier mitten in den Weg hat das hier so diese Dachstützen hingebaut. Erinnert mich daran, als ich dereinst noch in einer abhängigen Beschäftigung tätig war. Und da mussten, war ich in der Qualitätssicherung, da mussten halt immer so Paletten mit Halbfertigzeugen aus Metall, also so halb, die wurden dann von anderen Firmen noch weiter eingebaut, aber wir haben so Teile gefertigt, die man in andere Maschinen sozusagen einbaut oder in große Anlagen einbaut. Und die waren natürlich dann auch behandelt gegen Flugrost sozusagen, also wenn die mal ein bisschen feucht wurden, da ist so ein Öl drauf, dass sie halt nicht anfangen zu rosten. Textil oder Holterol und sowas halt, kennen vielleicht einige von euch, die in dieser Branche auch tätig sind. Und ich konnte es eigentlich immer ganz gut mit der technisch-kaufmännischen Leitung. No? Und dann habe ich die mal daher zitiert, weil nämlich beim Verladen von den LKW-Paletten, da war das irgendwie so, wir hatten irgendwie so die weltgrößte Halle, ja, die weltgrößten Dächer, auch alles perfekt durchgeplant, aber eins fehlte, und zwar auf dem Stück, wo der LKW beladen wurde. Was ja mal vorkommen soll. Da war kein Dach. Es war überall Dach, es war riesengroß alles. Aber da, wo die Paletten dann zum LKW gefahren wurden und wurden, der LKW wurde mit der Ware beladen, wenn es da geplästert hat, wie man hier so schön sagt im Sauerland, dann hat es da immer reingeregnet. Und ich also hier, ne, technisch-kaufmännische Leitung von einem Millionenkonzern, ist aber persönlich vorbeigekommen. Das ist ja das, was ich mag bei solchen Unternehmen, die persönlich geführt sind mit flachen Hierarchien. Ich ihm das geschildert, ich ihm so gesagt, hier, wie sieht das aus, hier, place das da rein, Rost, hast du nicht gesehen. Wir brauchen ein Dach drüber, ne? Und da sagt er zu mir allen Ernstes, hör mal, ich muss eben gucken, wo es die Tiere gibt. Das hat er nicht gesagt. Wo gibt es denn die Tiere zu kaufen? Ich guck mal eben, wo es die Tiere gibt. Ihr seid schon ganz gespannt, wie die Geschichte weitergeht, ne? Wo gibt es denn hier die Tiere? Hier. Tierzucht. Viehhändler, ja? Machen wir mal einen Marker setzen. Und dann sagt er zu mir, jetzt hör mal zu hier, Nachnamechen. So hat er mich immer genannt, ne? Pass auf. Entschuldigung, das war zu laut. Das Mikrofon. Ich habe übrigens zwischen den Folgen, ich habe bemerkt, dass das Mikrofon hier, Moment, ich muss mal eben eine Sache einstellen, Mikrofon. So. Ich habe nicht gemerkt, dass das zu nah am Lenkrad war. Und ist Folgendes passiert, da ist immer hier dieses. Ihr habt nicht wahrscheinlich ob mein Trecker besonders viel Luftdruck hat. Hat er nicht. So, Geschichte zu Ende erzählen. Also, Nachnamechen. Pass mal auf, du. So eine Halle zu bauen, ne? So ein Dach. Ist nicht so, wenn du da zu Hause auf deinem Bauernhof bei deinem Alten an der Scheune so ein olles Falldach hinmachst, zwei Pinne in die Erde und Blechdach drauf. Hast du eine Ahnung, was das kostet? Ja, ich habe mal den Ordner mit der Reklamation rausgeholt und ein paar Wochen später stand das Dach da. Ja, eine schöne Geschichte. Und ja, die Moral von der Geschichte, eine Unternehmenskultur, in der man humorig auch miteinander umgehen kann, ist die beste. Das habe ich gelernt und in allen Firmen, wo es so verbissen zugeht und wo halt die ganzen BWL-Leute rumlaufen und irgendwelche Flipcharts vollmalen und weiter, das ist nicht meins. So. Wir führen auch ein Unternehmen. Wir führen nämlich das Unternehmen Tiere kaufen. Und ich habe keine Ahnung, ob wir hier weiter. Nee, ich glaube, wir fahren nicht bei der Ölmühle. Ich glaube, wir fahren mal hier lang. Das sieht mir aus, als wenn es da oben hoch eine Hauptstraße gäbe. Und dann passiert Folgendes, würde ich vorschlagen. Wir holen uns die Tiere. Gucken, dass wir noch so ein bisschen Gras mähen. Und die Milch würde ich aufbewahren, um zu gucken, wie wir die dann transportieren können. Und dann müssen wir gucken, dass wir die dann auch regelmäßig zum X-Milch oder wie heißt der, HD-Milch, irgendwie so, bringen. In der daraus dann wunderschöne Haarmilch macht. Es gibt natürlich nichts Schöneres als frische Milch. Frische Milch direkt aus dem Euter ist nicht jedermanns Sache. Bei mir persönlich, ich hatte ja auch die Möglichkeit, ne, ich konnte mir das Euter legen, hier an der Zitze ziehen, Becher voll machen, trinken. Das Problem dabei war, sage ich ganz ehrlich, irgendwie, wo ist denn jetzt, ist das der, nee, das ist weiter der Weg, oder? Irgendwie mochte ich das nicht, weil erstmal war die Milch direkt aus dem Euter sehr süß. Sollte man, wenn man mich kennt, gar nicht glauben, dass ich sage, dass irgendwas sehr süß ist. Und diese Wärme,
diese Körperwärme, das ging nicht. Das heißt, die Milch musste aus dem Euter, dann musste die in die Kühlanlage, also in den großen Kühltank und dann da raus, da direkt raus. Das war die geilste Milch. Einmal schön runtergekühlt, ich weiß nicht, wo ich hier lang muss, ich fahre alles platt und überhaupt. Aber das war echt die coolste Milch und ja. Und ja, ich habe schon meinen Eimer gemolken. War ja auch, ne? Wenn du Biestmilch hast oder so, kannst du ja nicht normal wegtun. Da musst du ja schon in den Eimer melken. Aber Biestmilch trinkt man ja auch nicht. So. Das hier soll der Viehhändler sein. Ach, guck mal hier. Das ist so ein kleiner... Ist auch so ein kleiner Kotten, ne? Gut, die Texturen sind ein bisschen... Okay, ich höre schon. Das ist definitiv der Viehhändler. Und da stehen die Kühe und die Schwa... Guck mal, wie schön. Sind das Pferde? Oder sind das Schafe? Warte mal. Kann man ja auch verwechseln, ne? So ein Pferd und ein Schaf, die sehen ja... Die sehen ja auch fast gleich aus. Also, wo ist ja auch fast kein Unterschied, ob man sich da einen vollautomatischen Rasenmähpullover hinstellt oder ein Pferd, was im Wesentlichen gar nichts kann, außer Äpfel herstellen und rumlaufen. Tiermenü öffnen wollte ich. So, was haben wir hier? Schafe? Ja, ist ja gut, Digga. Wie Schafe nur? Hä? Was? Wollt ihr mich ver... Haben wir jetzt für jede Rasse einen eigenen Händler oder was? Hier ist alles voller Schafe. Guck mal, hier diese Koppel. Und das ist so cool. Guck mal, ich mag diese Details. Das kann ich noch 100-mal sagen. Es ändert sich nicht. Dafür sind die etwas... Die Schafe haben... Das sind Duracell-Schafe. Nee, das sind keine Duracell-Schafe. Schleichwerbung. Nein. Das ist der Akku leer bei denen. So, geht nicht. Gucken wir mal. Könnte es da möglicherweise hier Kühe geben? Ich cheate mal. Nein, ich cheate nicht. Das sieht aus wie der Viehhändler. Schafweide? Nee, will ich da? Ich will Viehhändler. Also hier sieht es aus, als würde es hier Kühe geben. Dann müssen wir hier hinfahren. Was macht der denn da? Oh, was hat der wieder für Probleme hier? Hallo? So, irgendwas ist hier auch noch nicht ganz hundertprozentig bei dieser Map. Manchmal hat er auch so irgendwie, dann fährt er die Felder nicht zu Ende. So. So hier zum Beispiel. Es gibt keinen Sinn, was er hier tut. Er sollte einfach weiterfahren. Wir fahren mal eben die Kühe holen. Muss kommen! Ist ja direkt hier um die Ecke. Fahren wir einfach mal weiter. Wir lassen mal die Map dran. Ja, und dann würde ich sagen, wir machen den Viehwagen einmal voll mit Kühen. Dann haben wir so ein bisschen, nicht ein Eimer voll mit Kühen, sondern einmal voll. Mensch, Garderol, du musst mal ein bisschen deutlicher sprechen. Ein bisschen langsamer. Leute wollen sich entspannen, wenn sie Videos schauen. Wir wollen nicht da durchhetzen. Wir wollen einfach dieses Spiel genießen, einfach ein bisschen Ruhe haben. So, wir blinken auch mal. So viel Zeit muss sein. Blinkerrücksteller gibt es übrigens im Eurotruck-Simulator, falls ihr den gesucht habt. Der ist dahin. Der ist hier im Spiel nicht. Der hat sich woanders versteckt. Und hier ist die Bäckerei in Hille. Da wird gezeltet. Nee, das sind Glascontainer. Kann man vielleicht auch drin zelten, aber ja. So, hier ist der Viehhändler. Gucken, wie wir da hinkommen. Hier nicht. Hier, ne? Biegen wir mal ab. Guten Tag. So, ich würde gerne ein paar Kühe kaufen. Boah, ein bisschen Milch machen, ne? Ein bisschen Haarmilch produzieren. So, mein Tau, nicht? Eine Kuh macht Mu und kostet 5000 Euro, nicht? Kann man mal kaufen hier. Kann man mal... 6 Stück kaufen. Das ist natürlich nicht viel, ne? Aber wir holen die mal lieber selber, weil wir die Transportkosten sparen wollen. Wir haben ja eh kein Geld. So, wenn wir jetzt nämlich mehr... Oh! Was ist denn das hier für ein Echo? Wenn wir natürlich jetzt mehr Kühe holen wollen würden, dann hätten wir schon bald... Dann bräuchte man das gar nicht mehr zu machen, weil wir dann überhaupt kein Geld mehr haben, weil die so teuer sind. Aber ein paar Kühe, dann können wir schon mal ein bisschen die füttern. Während wir darauf warten, dass die Sachen alle durch unsere Fertigung laufen...
Und dann werde ich jetzt gleich zwischen den Folgen, also ich werde die Kühe eben nach Hause fahren, werde dann eben gucken, dass wir diese Grasfläche zu Ende, also unsere Wiese zu Ende anbauen. Und wenn die Wiese angebaut ist, dann werde ich mich auf dieses Kreuzfahrtschiff begeben, was da gerade durch mein Wohnzimmer fährt. Hat auch schon geklopft, der Kapitän hat schon angeklopft. Und dann werde ich mich, dann werde ich eine Reise machen, ne? Ist klar. So. Was war denn hier? Nimm aus. Aus. Gut. Genauso machen wir das. Das heißt, also hier diesen Laden voll, das eine Feld fertig. Und in der Zeit überlege ich mir mal, was könnten wir wohl auf Feld Nummer 14 machen, was jetzt hier noch dazu passt. Weil, naja, wir müssten eigentlich Mischfutter machen, aber wir haben natürlich keinen, das ist natürlich das Problem, wir haben natürlich hier keinen Häcksler, nicht. Das heißt, wir können, wir haben zwar die ganzen Mischanlagen, aber keinen Häcksler nicht. Das heißt, das geht eh noch nicht. Gut, wir können aus dem Gras Silage machen, ne? Das heißt, wir können auch zwei das Grasfeld so lange machen, bis wir da was anderes hin machen. Überlege ich mir. Ansonsten würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr ein Däumchen da lasst. Ein Däumchen ist ein Träumchen, da freue ich mich drüber. Ich lese nach wie vor, ob mit 3 Abos oder mit 150.000 alle Abonnenten. Es gibt nichts Wichtigeres als euch als fantastische Jute-Community. Seid auch gerne immer noch eingeladen, auf unseren LS17-Servern in der Garderobe-Community zu spielen. garderobe.link/join. Alles weitere findet ihr in der Videobeschreibung. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Viel Spaß bei den anderen Videos hier auf YouTube, in meinem Kanal. Und ja, hoffe, wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.